Weiter geht's. Das Häuschen am See hinter uns lassen. Und weiter der Spur folgen. Den Zugs entkommen. Okay, hier kommt gleich das nächste Rätsel. Okay. Ich frag da mal nicht weiter nach. Wahrscheinlich will ich es auch gar nicht wissen. Es ist ein Stromgenerator, aber er scheint irgendein anderes Teil zu benötigen, um zu funktionieren. Ja, wir brauchen eine Sicherung. Hier aussieht. Da oben ist ein offenes Fenster. Aber da kommt man wahrscheinlich nicht hin. Ich schätze mal, hier geht es dann gleich nachher weiter. Das ist auch ein offenes Fenster. Oder ne, wahrscheinlich geht's hier weiter. Käfig, sehe ich so. Sieht mir irgendwie nach dem Haus von Doc aus. Bevor wir jetzt darunter gehen. Okay, wahrscheinlich kommt man hier gar nicht mehr raus. Nee. Wow! Warte, du bist kein Zurk? Wer bist du denn? Das ist ein Abzeichen, das du da trägst. Wie hast du das gefunden? Hat mein Sohn dich geschickt? Oseasmus, du schlauer Junge. Ich bin schon seit Ewigkeiten allein hier. Ich bin hierher gekommen, um meinen Defluxor zu testen. Aber es ist nicht so gelaufen wie geplant. Ich wünschte, ich könnte wieder nach Hause gehen. Ich vermisse meinen Sohn sehr. Ist ja nicht so, dass er eigentlich gleich um die Ecke wohnt. Du kannst dich gerne im Haus umsehen, wenn du willst, aber ich habe keine Ahnung, wie wir hier rauskommen sollen. Sind wir lost? Yeah.
sei vorsichtig, der Fluxor bei voller Ladung kann er zurück wie Konfetti in die Luft jagen. Hört sich gut an. Dieses Prachtstück braucht 1,21 Gigawatt, um zu funktionieren. Und das Einzige, was hier so viel Saft hat, ist der Generator draußen vor dem Haus. Das Problem ist, dass er nicht anspringt. Ich glaube, eine Sicherung ist durchgebrannt. Und bei all den Zurks hier ist es zu gefährlich für mich, rauszugehen und ihn zu reparieren. Ich bin nicht schnell genug, aber vielleicht bist du es. Wenn du den Generator erreichst und die Sicherung auswechselst, sollte ich den Fluxor wieder aufladen können. Komm schon, folge mir. Ich zeige dir, was du tun musst. Okay, Hoffnung naht, dass wir hier... ...etwas finden. Also eigentlich haben wir es gefunden. Um die Zurks zu stoppen. Oder zumindest aufzuhalten. Ich habe Menschen gesehen, die solche Kostüme trugen. Sie waren klein und rannten umher und machten jede Menge Lärm. Oh ja, jetzt erinnere ich mich. Es waren Kinder. Sie waren die Straßen so viel lebendiger. Trotz aller Schwierigkeiten, die sie ihnen bereiteten, schienen die Erwachsenen sie sehr zu lieben. Doch sagt Euphemismus, ist das dasselbe? Ja, so halb. Okay, so wie es aussieht, haben wir wahrscheinlich... zumindest eine Erinnerung übersehen, wahrscheinlich im zweiten Kapitel. Wenn man das so nennen kann. Weil da ja wirklich was fehlt. Das sind vielleicht die Kapitel, könnte auch sein. Wahrscheinlich eher so. Wo ist jetzt der Doc hin? Sorry, das muss sein, dass ich die Bücher hier umschmeiße. Wahrscheinlich ist er nach oben gegangen. Sonst gibt es hier aber nichts mehr. Nee. Hier, nimm diese Sicherung. Sie ist brandneu. Einschalten des Generators wird laut sein, also rechne mit einigen Zugs. Sobald du den Generator repariert hast, sollte ich den Defluxor aufladen und in Gang bringen können. Du musst nur diesem Kabel folgen, die Sicherung austauschen und mich dann wieder hier treffen. Viel Glück. Hört sich wahrscheinlich einfacher an, als es ist. Dieses Fleischgewebezeugs. Alright. Sicherung einsetzen. Okay.
freut sich wohl jemand. Erstaunlich, du hast den Generator wieder zum Laufen gebracht. Hast du gesehen, wie stark der Defluxor ist? Das ist definitiv unser Weg hier raus. Warte einen Moment. Vielleicht kann ich den Defluxor an deine Drohne befestigen. Geklappt. Der Defluxor ist jetzt an deiner schicken Drohne installiert. Er ist nicht dafür ausgelegt, mit einer so kleinen Stromquelle zu laufen. Wenn du ihn zu oft nutzt, könnte er kaputt gehen. Denk dran, es ist gefährlich. Jetzt lass uns zurück ins Dorf gehen. Ich komme nach Hause, mein Sohn. Kann ich mit dir bitte noch kurz sprechen? Wir müssen Doc helfen, zurück in die Slums zu kommen. Wir haben jetzt den Defluxor. Okay. Schaff all diese Zugs aus dem Weg, damit wir hier durchkommen. Schon erledigt. Wow, der funktioniert ja super. Aber wie ich vermutet habe, kann er überhitzen. Lass ihn ein bisschen abkühlen, wenn das passiert. Ich hoffe, er hält durch, bis wir das Dorf erreichen. Dieser Schalter funktioniert nicht. Sieht so aus, als ob der Strom abgeschaltet wurde. Schon wieder? So, jetzt können wir die Manipulation sprechen. Es muss einen Weg geben, diese Tür zu öffnen. Einfach dem Kabel folgen. Theoretisch praktisch gut. Kann die Drohne da nicht reinfliegen, oder? Soll ich das denn machen, Tesse? Ich kann ja nicht aufs Gelände springen. Komischerweise. Ah. Ja, man sollte vielleicht ein bisschen überlegen. Okay, jetzt habe ich gecheckt. Es muss auf diese Seite. Komm. Oder ganz auf diese Seite vielleicht. Darauf muss man auch erst kommen. Wie im Hamsterrad. So. Jetzt sollte es gehen.